Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir gönnen uns das Wrackteil hier. Schönes Wrackteil. Keine Ahnung, was es sein soll. Ein Kotflügel, schätze ich mal. Karosserie Terra. Ja, könnte passen. Gut, dann springen wir mal ganz kurz zum Teile-Shop hier. Und hämmern hier mal kurz ein Teilchen rein. So. Oder auch ein paar mehr Teilchen. Ich meine, wir haben 500k. Und Geld ist da zum Ausgeben, oder? Wie seht ihr das? So. Dann Turbo Ladder. Das ist gut. Ich meine, wir hauen hier auch relativ viel Geld aus jedes Mal. Ah, komm, das dann auch. Und jetzt nochmal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was uns richtig viel besser macht. Das macht für ganz wenig Leistung relativ viele andere Sachen gut. Rein da. So, genug Geld aus dem Fenster geworfen. Wir müssen am Arsch der Welt den Schrott hier fahren. Und wir haben da leider nichts in der Nähe. Doch, eine Garage haben wir da in der Nähe. Okay. Ja, das ist auch nicht ganz so weit. Schön. Mein Computer sagt, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Mein Handy sagt das nicht. Interessant, mein Computer hat recht. Danke, Handy. Ich wollte hier nicht rein. Sind das Schrottteile? Sehen wir sie uns an. Nicht jetzt. Später vielleicht. Oh Gott, ey. Das ist jetzt die vierte Part, die ich heute aufnehme. Und ich denke, ich werde gleich noch eine aufnehmen. Ich habe nämlich noch gut zwei Stunden Zeit, bis ich zur Arbeit muss. Wir haben erst eine Plakatwand zerstört, okay. Es gibt ein bisschen Geld und Reputation, warum auch immer das Geld gibt. Mir eigentlich egal. Ja, wie gesagt, die ganzen Sachen werde ich privat später wahrscheinlich machen. Ich hab ein Haar auf der Zunge, bäh. Bäh. Absolut widerlich übrigens ein Haar auf der Zunge. Gut, dass die ganzen Sachen keine Multiplikatoren waren. Bäh. Das war maßlos ekelhaft, Alter. Zum Glück habe ich sie jetzt nicht mehr auf der Zunge. Ah. Oder? Weiß ich nicht. Hat sich gerade schon auch so angefühlt, wenn ich ehrlich bin. War ich noch nie hier oben? Auf jeden Fall machen wir das jetzt hier. Da ist es. Ha. Dürfte 200 Meter ohne Unterbrechung. Ja, machen wir mal. 11 zu 1. 6 zu 1. Bist du nicht. Sei so lieb und gib Gas. Warum die Eile? Einfach nur, weil ich es sage. Fahr los. Ich glaube, es ist nicht Markus. Er sieht ein bisschen aus wie Markus. Bin ich early? Du bist der Boss. Ja, ich bin der Boss. Yeah, Spacko. Und 200 Meter geschafft. Entspannt. Das war ein sehr einfacher 11K. Bin ich ehrlich? Also, die waren wirklich viel zu einfach. Weiß ich nicht, warum das so einfach war, aber okay. Hallöchen. Damit hatte ich gerade nicht gerechnet, dass da so einen Abgang mache. Naja, du versaust es schon noch. Ich bin gerade den Berg runtergefallen. Kein schlechter Anfang. Richtig. Das war nämlich kein schlechter Anfang, weil das war eine doppelte Barrel Roll und hat dir Tyler was Interessantes das ist natürlich gut. Tyler? Wer ist das? Dein Pokerface ist echt mies, Jessica Miller. Keine Sorge. Ich lass dich nicht auffliegen. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist Markus. Auch wenn er irgendwie ein bisschen seltsam aussieht. Du weißt also, wer ich bin. Soll mich das nervös machen? So spielst du doch, oder? Gut erkannt. Ich weiß alles über Tylers kleines Street Racer Trio, das eure Stadt retten will. Mich überrascht nur, dass ihr keine Donuts in Mogadischu dreht, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das Markus ist.
Na, der Gambler. McAllister, wie schwer es dir fällt, so zu tun, als würde dich irgendwas kümmern. Das muss anstrengend sein. Was willst du von mir? Deine Hilfe. Bei einer Wette. Bedeutet? Ich wette, du kommst nicht pünktlich an. Wenn du gewinnst, erzähle ich dir was Interessantes. Junge, ich habe noch übel viel Zeit. Und ich komme ganz entspannt pünktlich. Was könntest du schon wissen, was mich interessiert? Ich weiß, wo eins der Autos des Collectors im Fortune Valley Day sein wird. Kümmert mich nicht. Und wenn es Tech enthält, die Rev und deine Crew wollen? Selbst wenn das wahr ist, kommen wir niemals nahe genug ran. Oh, Jess, du denkst zu negativ. Der Collector ist ein zwanghafter Angeber. Er wird den Wagen öffentlich zur Schau stellen, um ihn seinen Feinden unter die Nase zu reiben. Nice. Das heißt, mir. Okay, wo ist er? Nicht so schnell, Jessica Miller. Gewinn erst mal die Wette. Ich glaube tatsächlich, dass er irgendwie doch zum Haus gehört. Soll ich fürs Haus ausspionieren, oder? Was erzähle ich denen? Dass ich am Telefon über den Verkauf meines Casinos geredet habe und verärgert war. Denkst du, die glauben das? Natürlich, denn genau das wollen sie hören. Also, ich frage mich auch, warum sie das nicht glauben würden. Die Frage ist halt, haben die unseren Wagen verwanzt? Sag mal, Broker, weißt du, wer sie ist? So sehr es mich auch ärgert. Nein. Na, sieh mal einer an. Ich hab dem mächtigen Marcus Weir etwas voraus. Das ist wirklich Marcus, nice. Du bist nicht so amüsant wie Tyler. Ja, weil sie dir das Wasser reichen kann und du mit Tyler einfach nur spielst. Deshalb ist sie nicht so amüsant. Ich weiß, wie du tickst, Marcus. Solltest du Tyler je hintergehen, mach ich dich fertig. Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht. Aber glaub mir, du erfährst es als Erster. Freu mich drauf. Na sowas, du liegst gut in der Zeit. Erzählst du mir jetzt von diesem Hightech-Wagen des Collectors? Noch dreht sich das Roulette-Rad, meine Liebe. Warten wir ab, wo die Kugel landet. Naja, ich habe über eine Minute Zeit für 3 Meter ungefähr. Also selbst wenn die Zeit jetzt nicht mehr aufgestockt werden würde, könnte ich das schaffen. Die Karre ist übrigens echt schnell mit über 300, aber geht natürlich auch noch schneller. Ich muss mal gucken, wir sollten jetzt auch bald neue Autos freischalten, glaube ich, wenn wir nämlich die ganzen Jungs hier besiegen. Dann gibt es hier wieder eine Rutsche neue Autos und dann könnten wir mal Autos neu machen. Können wir mal den Honda austauschen. Ich weiß nicht, in den letzten Teilen bin ich immer relativ gerne bei einem Auto geblieben. War ja früher nicht so unbedingt so, da habe ich ja möglichst gerne, also gerne möglichst viel gezeigt. Noch habe ich es nicht geschafft, muss ich mal anmerken. Okay, dann driftet halt nicht. Ja, mit 1,30 ins Ziel sollte reichen. Du hast verloren. Alter, über eine halbe Minute über gehabt, ey. Nice. Ja, 250 Meter knapp gedriftet. Jetzt erzähl Maria. Nice, alles besser. 2 Stufen Aufstieg, ey, nice. Jetzt erzähl mal, Junge. Hältst du dein Wort? Ja, vergoldete G-Klasse Carnival Casino. Eine G-Klasse? Der Mann weiß genau, was er will. Freut mich, dass du zufrieden bist, Jessica. Toll, G-Klasse, Neue Mission freigeschaltet, nice. Ich denke, wir werden jetzt angerufen. Jess? Wie war das Gespräch mit Marcus? Wieso weißt du immer, was ich mache? Hat Weir etwas über mich gesagt? Nur, dass er nicht weiß, wer du bist und dass ihn das nervt. Gut, komm zu mir. Rev! Ich glaube, ich weiß, wohin das Haus diese Prototypen-Tech bringt. Interessiert? Vielleicht. Wohin? Der Collector präsentiert sie am Fortune Valley Day in einem Casino. Die Show läuft nur einen Tag. Du bist der Beste. Die, aber ja. Gott, ey. Gendern die hier auch noch verkehrt. Frechheit. Triff 20 Objekte. Er sollte jetzt nicht so schwer sein. Denke ich zumindest. Du schon wieder. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Yeah, wieder in Zeit zu Punkten hinfahren. Geilo. Und dann nach da. Ne, ich glaube, das ist so besser.
Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Junge. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Okay. Warum auch immer sie sich ihr Handy an den Kopf hält. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Und warum auch immer ich anders stehe, als ich angekommen bin. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Ich denke nicht, dass wir bei den anderen Überwachungspunkten noch was rausfinden werden. Also, natürlich werden wir da was rausfinden, aber wahrscheinlich nichts Interessantes mehr. Elysium-Untergrund, hä? Hm? Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Mal gucken, dass ich die Objekte noch treffe. Das sind keine Objekte scheinbar, oder? Mit. Noch etwas. Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. Da hätte ich runtergemusst, okay. Warum fahren wir um Rias Casino rum? Naja, lassen wir das mal so stehen. Junge, warum soll ich mich an die Straßenverkehrsordnung halten? Sonst zeigst du mir auch immer, wo ich langfahren soll und das ist komplett dumm. So, jetzt fahren wir in Lakeside-Sachen. Gibt's hier bitte gleich ein paar Sachen zum Umhämmern? Die ich dann vielleicht auch ausnahmsweise mal umhämmer. So wie das zum Beispiel, das hat mir schon mal ganz gut gefallen. Also 20 Sachen sind jetzt echt nicht so schwer. Davon hätte ich mehr treffen können. Ungünstig. So, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan A nichts wird. Okay, wir sind schon mal mit in der Planung mit drin. Okay, aber erst hier hinfahren. Ich bin also Plan B. Alles klar. Ja, dann müssen wir nur Plan A ausschalten. Also, beziehungsweise Plan H. Hä? What the fuck, warum haben wir... Was zum Teufel? Wir sind komplett verkackt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die drei Sachen wieder gemacht habe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Okay, bei dem hier gibt es keine Aufladung. Das ist echt scheiße. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut, wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachungspunkt. Wenn wir wissen, wer es ist, das Code, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen. Dass an dem Punkt nicht die Zeit aufgeladen wird, das war okay, das Problem. Dann höre ich mal zu. Kobashi-sama ist unterwegs. Bereiten Sie alles für seine Ankunft vor. Natürlich. Wir behandeln ihn wie einen König. Er ist weit mehr als das, Lina. Er ist die Zukunft, verstehen Sie? So, ich hoffe, wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit dazu gekriegt. Ja, haben wir. Boss, der Kollektor. Und jetzt sollte ich mich lieber verziehen. Ja. Sagt dir der Name Kobashi irgendwas? Kobashi. Interessant. Tja, er ist dieser Haus-VIP. Ja, gut, konntest du sich wahrscheinlich denken. Feierabend jetzt. Mal sehen, was wir hier haben. Wie spreche ich ihn an? Gar nicht. Kobashi mag schweigsame Fahrer. Und du sagst, er bringt uns das Chipsatz-Upgrade? Das geht dich nichts an, Holtzman. Nice zu wissen, wer es ist. Holtzman, ich hab, was ich brauche. Sehr schön. Ja, haben wir geschafft. Gönn Speedkarte. Gönn Auspuff. Stufe 10. Deutlich besser als unser jetziger.
Nice. Beim nächsten Mal machen wir dann mehrere, vielleicht alle Bosse. Ich habe einen Namen. Der Fahrer ist dieses Arschloch von der Hazard Company, Holtzman. Gut. Er wird ausfallen. Vermutlich wegen eines familiären Notfalls. Das Haus wird sich bald bei dir melden. Schockgesell. Hey Lady, ist gerade was reingekommen. Ich brauch dich für einen VIP-Job. Das ging ja schnell. Was ist? Nichts. Schick mir die Position. Gar nicht auffällig, erstens zu sagen, das ging ja schnell. Gut. Wir springen jetzt einmal zum Haus. Und, zur Garage, nicht zum Haus. Und gucken uns da an, was wir an Teilen gekriegt haben. Die Schrottteile, von denen du erzählt hast. Zeig mal her. Ja, gucken wir uns doch mal den Nissan an. Wrack aufbauen. Das Racer Setup? Es ist. Zu was haben wir den Dingens aufgebaut? Den Mustang. Ist länger als 5 Sekunden her, ne? Nein. Ich glaube, wir haben den zum Drag Racer. Ja, Nitrokapazität 10, den haben wir zum Drag Racer aufgebaut. Den würde ich gerne zum Drifter eigentlich aufbauen. Oder? Der Käfer wird Offroad. Wir haben noch keinen Racer, aber ich glaube, das wird ein Drifter. Mit einem Drift-Setup hast du keine Probleme, deine Hinterräder durch eine Kurve zu schleudern. Ja, gönn. Gut, und jetzt gucken wir mal nach. Der 240Z, auch bekannt als Fair Lady. Er ist noch immer umwerfend und mit seinem Motor der L-Serie auch konkurrenzfähig. Motor der L-Serie. Ist aber schon ein Nissan, kein Datsun, wie ich die ganze Zeit sage. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns mal Optik an. Was man so machen kann. Das finde ich gar nicht schlecht für so einen Drifter. So ein Drifter muss ja Butze aussehen, wenn wir ehrlich sind. Also hier irgendwie so einen dicken Kühler vorne weg, der da möglichst scheiße rumhängt. Wir mal Spoilerlippe bitte. Lol. Schade, dass wir den nicht können. Ja, gut, möglichst viel Butzenauto, ne? Okay, haben wir noch nicht leider. Tönung natürlich auf 100%. Dachleiste wird auf Leistungsstufe 300 freigeschaltet. Dach. Ja, gönn. Ab Stufe 300, ja gut. Scheinwerfer. Ja, natürlich gelbe, selbstverständlich. Darf ich bitte? Danke. Frontkotflügel. Muss ich sagen, gefällt mir das hier eigentlich am besten. Oder das hier. Aber ich hau mal große drauf. Wie heißen die? Ah, Pandem ist das, okay. Okay, da kann man nur das machen. Da müssen wir eigentlich auch Pandem nehmen. Das passt ja nicht. Wobei mir da die hier besser gefallen, deutlich. Z enthält Heckstoßstange, Heckkotflügel, Heckstoßstange, Spoiler. Ja, Anhänger hämmern wir hier aber trotzdem das Pandem-Ding drauf. Das sieht noch am besten aus. Darf ich jetzt wieder? Danke. Heckleuchten. Machen wir erstmal Auspuff, ne? Erstmal. Oder machen wir erstmal hier Heckstoßstange. Das sieht echt beschissen aus übrigens. Das auch. Gibt's hier Pandem überhaupt? Nein, hier gibt es kein Pandem, okay. Ich würde dazu tendieren, wir machen das hier rein. Dann einen dicken Diffusor. Selbstverständlich, den ersten. Ist der dickste. Und dann sieht der Auspuff noch ein bisschen zu klein aus. Ich finde den gut. Dann kommen hier schwarze Rückleuchten rein, würde ich sagen. Ich habe leider keine Musik gerade. Kofferraumdeckel. Der ist cool. Ohne Scheibe natürlich, ja. Und ein Spoiler. Nein? Der hier. Man kennt mich, ich liebe große Spoiler. Ja, Räder finde ich gut, tatsächlich. Ich würde sagen, reicht, ne?
Gut, dann haben wir ein Auto gebaut. Ich würde sagen, ach nee, warte mal, wir können noch ein Design drauf hämmern. Moment, wir können noch mal kurz Stance-Abstimmung machen. Ist ja ein Drifter. Braucht natürlich so. Und dann können wir hier mal ein Design drauf hämmern. Community. Was haben die denn Schönes gebaut? Nett. Ich hätte gerne was komplett Verrücktes hier drauf. Wieder sowas hier. Dass so aus irgendwie 40 Millionen Lagen besteht. Das gefällt mir. Ich glaube, wir nehmen das. Weiß ist halt immer geil, ne? Muss ja zugeben, Weiß gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Aber ich denke, wir nehmen das erste. Wobei das auch richtig geil ist, was jetzt kommt. Ah, ist gut, ne? Da vorne das komplett bunte Stickerbomb könnte auch noch richtig lustig sein. Die Polizei ist natürlich komplett dumm. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, welches ihr genommen hättet. Stickerbomb finde ich cool. Aber nehme ich auf keinen Fall. Ich nehme das hier, weil es mir sehr gut gefällt. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.